Ja, mit dem Wohnmobil auf Tour, das ist cool und Luxus pur. Ich hab jetzt hier einen schönen Platz, mach ich hier jetzt kurz mal Rast, oder bleib ich die ganze Nacht? Wenn ich diesen Parkplatz jetzt zu einem Campingplatz mach, und da gibt's noch diese Zweifler, die mich allen Ernstes fragen: Kann man mit dem Ding im Winter wegfahren? Dann roll ich mit den Augen, da fällt mir nichts so ein. Komm, ich hab einfach meine Ruhe und sag nein. Ja, mit dem Wohnmobil auf Tour, das ist cool und Luxus pur. Ich hab jetzt hier einen schönen Platz, mach ich hier jetzt kurz mal Rast, oder bleib ich die ganze Nacht? Wenn ich diesen Parkplatz jetzt zu einem Campingplatz mach, jetzt schaut er mich staunend an, was ich hier alles so hab: fließend Wasser, ne Heizung und ein Fernsehapparat. Mann, was hat der sich wohl gedacht, was das für ein Fahrzeug wär? Vielleicht ein Überbleibsel aus der DDR. Ja, mit dem Wohnmobil auf Tour, das ist cool und Luxus pur. Ich hab jetzt hier einen schönen Platz, mach ich hier jetzt kurz mal Rast, oder bleib ich die ganze Nacht? Wenn ich diesen Parkplatz jetzt zu einem Campingplatz mach, und dann ein kleines Lagerfeuer und dann abends Würstchen grillen, dazu eine Dose Bier, Country, der muss dröhnen. All das braucht man zum Glücklichsein, fahr nur in die Botanik rein, dann wirst du sehen, diese Welt ist wunderschön. Ja, mit dem Wohnmobil auf Tour, das ist cool und Luxus pur. Ich hab jetzt hier einen schönen Platz, mach ich hier jetzt kurz mal Rast, oder bleib ich die ganze Nacht? Wenn ich diesen Parkplatz jetzt zu einem Campingplatz mach, ja, mit dem Wohnmobil auf Tour, das ist cool und Luxus pur. Ich hab jetzt hier einen schönen Platz, mach ich hier jetzt kurz mal Rast, oder bleib ich die ganze Nacht? Wenn ich diesen Parkplatz jetzt zu einem Campingplatz mach, wenn ich diesen Parkplatz jetzt zu einem Campingplatz mach. Naja, campen ist auch bei Regen schön, oder?